So, herzlich willkommen. Wir sind es mal wieder mit Espresso und neuer Kulisse und haben heute ein wunderschönes Auto zu zeigen, denn wir zeigen einen 430. Aber Arad, du wirst sicherlich gleich sagen, was ist denn an diesem 430 so besonders? Ja, das Witzige ist, normalerweise geht man in einen F430, macht die Tür auf und dann geht erstmal die F1-Pumpe an und macht ein komisches Geräusch. Um den Druck aufzubauen. Das passiert hier natürlich nicht, weil es eben keine F1 ist. Und somit ist es ein Handschalter. Und ja, ein 430 Manuale ist wirklich sehr, sehr selten. Und das Schöne an dem Auto ist, dass wir den sogar vor 13 Jahren mal verkauft hatten. Ja, also der ist von uns ausgeliefert. Ja. Als Gebrauchtwagen, vor 13 Jahren haben wir den verkauft und jetzt haben wir den wieder im Bestand und ja, suchen einen neuen Käufer. Also wenn jemand an einem 430 Handschalter interessiert ist, dann ist er jetzt genau richtig bei diesem Video. Ich denke, wir können mal schnell unseren Espresso zu Ende trinken und dann geht's auf zum Auto, denn viele sind sicherlich gespannt, wie so eine Schaltkulisse denn in einem 430 aussieht, weil bekommt man erst seltenst zu Gesicht. Dann cheers. Cheers. So, jetzt stehen wir hier an diesem wunderschönen F430 Manuale. Genau. Viele fragen sich vielleicht, warum beim F430 häufig F1 hintersteht. Eben F1 steht eben für das Getriebe, F1-Getriebe. Und im Grunde genommen, wenn nur F430 steht, ist es eigentlich ein Handschalter. Ja, wobei man muss sagen, dass viele trotzdem nur 430 schreiben, weil man gar nicht so auf dem Schirm hat, dass es den auch handgeschaltet gibt. Ja. Ich glaube, viele wissen das nicht. Ist tatsächlich damals günstiger gewesen vom Grundpreis. F1-Getriebe hat man noch separat bezahlen müssen. Heute aber natürlich das viel seltenere Fahrzeug. Und vielleicht sieht man das auf dem Video nicht auf den ersten Blick, aber wenn man darauf achtet, das ist nicht Rosso Corsa, sondern Rosso Scuderia. Also das Ticken hellere Rot, ja. Ein bisschen orangig. Und ich glaube, das große Highlight ist natürlich das da drin. Ja, also klar ist das, die Farbe ist ein bisschen, ja, du sagst es schon, so mehr so signaltonartig als so ein klassisches Rot. Ein bisschen heller, ein bisschen sportlicher. An einem Mittelmotor finde ich das wirklich gelungen. Was haben wir denn im Fahrzeug? Ja, klassische Sitze in Leder schwarz mit roten Stitchings, passt wieder zur Außenfarbe und natürlich sieht man das Schaltgestänge mit der schönen Schaltkulisse und das ist der letzte Ferrari mit Schaltung. Danach kam der 458 und ab da war ja nur noch Doppelkupplungsgetriebe Serie. Kannst du mal mit der Kamera kommen? Ich muss das nämlich einmal aus der Nähe zeigen. So, einmal hier möchte ich doch demonstrieren, wie das so ist mit diesem Schaltgetriebe. Also ja, hier sieht man, zack, und auch wie dieser, der Schaltknopf, ja, wie wertig das ist. Also ja, wir machen gleich noch mal ein paar Close-ups. Das ist aber genau das, was es bei diesem Auto ankommt. Das ist das absolute Highlight des Fahrzeugs. So, lieber Arad, es ist Highlight-Time und bei diesem wunderschönen Auto lasse ich dir den Vortritt. Also mein Highlight Nummer 1 ist einfach die Coupé-Form dieses Autos, weil ich finde, beim 430 ist die Coupé-Form deutlich schöner als das Cabrio, oder als der Spider, weil er das Stofferdeck hat und beim Stofferdeck eben diese Kante hier ist. Hier sieht man übergehend die Coupé-Form einfach, finde ich einfach stimmiger. Das ist mein Highlight Nummer 1. Zum Highlight Nummer 2 sind für mich die geprägten Cavallinos auf der Kopfstütze. Muss ich ganz ehrlich sagen, gefallen mir sehr, sehr gut, weil wir heute fast nur noch genähte Cavallinos haben, Ton in Ton mit der Naht. Also theoretisch wäre das hier mit roten Cavallinos.
ja, hat fast heute jedes Auto genähte. Jetzt haben wir hier noch geprägte. Finde ich ehrlich gesagt mal ganz schön, weil man was anderes sieht. Ja, Highlight Nummer 3 muss natürlich bei diesem Auto das Schaltgetriebe sein oder hier die Schaltkulisse. Grundsätzlich ist natürlich jeder F1 schneller, sinnvoller und so weiter. Aber ich finde, diese Optik dieser Schaltkulisse ist einfach ja, einmalig. Und dieses Klicken beim Schalten, das macht, ja, das macht das hier aus. Das macht einen Unterschied. Das macht einen Unterschied und das ist mein Highlight Nummer 3. Okay, dann bin ich dran. Und zwar Highlight Number 1 bei mir, der Blick hier auf diesen Motor. Eine riesengroße Scheibe, freier Blick auch auf dieses wunderschöne Aggregat, ja, mit diesen beiden Schriftzügen obendrauf, Ferrari. Ja, absolut bildschön, mein Highlight Number 1. Und ich hoffe, die Kamera kann das nachher wirklich nochmal ja, in der Nahaufnahme machen. Vielleicht machen wir mal den Kofferdeckel auf, dass man mal diesen Blick sieht. Das ist wirklich gigantisch. Highlight Nummer 3 ist die Platte im Fußraum vom Beifahrer. Ich finde, ja, das ist für mich so ein richtiges, ja, so ein absolutes Ferrari-Thema. Das sieht sowas von gigantisch aus, wenn da so eine Platte ist am Beifahrersitz. Für mich absolut traumhaft und gehört in jeden Ferrari eigentlich. Ich weiß, das gibt es nicht bei jedem Modell. Wenn ich was zu sagen hätte, würde das bei jedem Auto möglich sein. Das ist mein Highlight Nummer 2. Und klar bin ich natürlich auch beim Manuale. Das ist natürlich hier mein Highlight Nummer 3, ist die Schaltung. Ja, kann man gar nicht anders sagen bei so einem wunderschönen Auto. Was ganz witzig ist, will ich noch mal ganz kurz erwähnen. Man sieht das nämlich auf der Seite. Beim 430 haben wir immer im Fahrer Rückspiegel oder Seitenspiegel, nicht Rückspiegel, sondern Seitenspiegel, den F430 Schriftzug. Ja. Du kannst ja vielleicht mal vorne mal hinzeigen. Und Beifahrerseite haben wir das nie. Also es ist tatsächlich so bewusst, viele, es haben wir heute, beziehungsweise es wurde schon häufig gefragt, oh, hat der mal einen neuen Spiegel bekommen? Ja. Weil der hat das gar nicht. Es haben immer die 430 auf der Fahrerseite einen 430 Schriftzug und Beifahrerseite nicht. So ein kleiner Fun-Fact am Ende. Ja, das ist echt interessant und diese Frage, die kommt häufiger, was ist denn mit dem Spiegel passiert? Also nichts ist passiert und ich finde auch, wie der Schriftzug aussieht, gigantisch. Also, das war's. Wir sind am Ende von einem wunderschönen 430er. Und ganz wichtig, das Auto ist leider nicht aus der Approved-Reihe, weil das Auto zu alt ist und nicht mehr approved-fähig ist. Aber grundsätzlich ist dieses Auto bei uns zu bekommen. Und ganz wichtig, das Auto wurde von uns gecheckt. Das Auto ist bei uns ja, zu erwerben und es ist ein Handschalter. Ja, also wenn jemand so ein Auto sucht oder jemand kennt, der unbedingt einen 430 Handschalter möchte, dann glaube ich, sind wir im Moment einer der wenigen, die so ein Auto überhaupt anbieten können. Bis dahin, alles Gute, danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao. Ciao.